Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aborion. Und zwar sind wir hier unterwegs, beziehungsweise nicht mehr unterwegs, sondern ich habe alles abgeräumt, soweit ich sehen konnte. Ich hoffe, ich habe nichts verpennt. Aber okay, wir können da mal gerade schauen. Na, das ist ein Asteroid, den ich jetzt angeklickt habe. Das ist die Schiffswerft, was da so los ist. Güterverkaufung, Konstruktionsort. Rekonstruktionsort setzen, das hört sich auch nicht schlecht an. Dann könnte man hier wieder starten, ne? Ja. Okay, dann nicht. Alles klar. Irgendwo wurde gerade aber geschossen, oder? Ne, das ist nicht geschossen. Irgendwo ist noch so ein... Sag schon. Ist da noch was? Dann habe ich es vielleicht doch noch verpennt, wenn da noch Wrackteile sind, ne? Aber die sind nicht von dieser Schlacht, wenn, dann sind die von einer anderen Schlacht. Weil das so flickert, ne? Aber ich glaube, das ist mehr Dingens, sag schon. Ah, der war, glaube ich, noch eine Schlacht und da könnten noch Wrackteile sein, ja. Okay, die habe ich jetzt nicht abgebaut, aber ich glaube, wir bauen jetzt da auch erstmal keine Wrackteile ab, sondern gucken zu, dass wir erstmal eine Reise beginnen. Zum, ne, Zentrum mehr hin. Wo ist das Zentrum? Da, also Richtung ist schon... Und da ist irgendwo ein Ausrufungszeichen gerade gewesen. Könnte natürlich wieder so eine Falle auch sein, ne, aber zur Zeit... Kann man nichts machen, ne? Können wir nicht fliegen? Ist da, habe ich irgendwas abgebaut oder bin ich so weit raus? Ach, ich bin so weit rausgezoomt, alles klar. Da wäre also was, wo man hinfliegen könnte. Und dieses Ausrufungszeichen, Hilferuf oder was es auch immer ist. Aber doch, da. Nee, wir kommen ja sowieso nicht nur in unserem Bereich weiter erstmal. Wir können natürlich auch hier so ein Tor irgendwo anfliegen, wenn hier eins gerade in der Nähe ist, ne? Das eins? Ne, das ist jetzt die Schiffswerft. Ist ein Tor in der Nähe. Das ist ein Transporter. Das ist ein Asteroid, ein Asteroid, ein Asteroid. Ne, ein Schiffswerft. Da ist noch ein Transporter. Hier gibt es keine Tore, oder wie sehe ich das? Gibt es wahrscheinlich schon, aber nicht an unserer Stelle hier. Okay, lass mal, machen wir anders. Machen wir wirklich so, dass wir da hinfliegen. Koordinate ist eingegeben. Wir müssen ausrichten in diese Richtung. Warten, bis sprungbereit ist. Ein bisschen rauszoomen vielleicht noch, damit wir unser Schiff sehen. Und Route war berechnet. Wir sind im anderen Sektor. Und können jetzt dahin fliegen. Da ist nämlich ein grüner Punkt. Da ist also was los. Ist auf unserer Flugroute schon eingetragen. Und auf geht's. Okay, der Hyperraumantrieb ist noch nicht fertig. Ist hier eigentlich irgendwie was irgendwo? Ne, gar nichts ist hier. Gut. Jetzt sollten 8 Sekunden rum sein. So, diesmal haben wir schicker gesehen, ne? Gut, dann kommen wir in den Sektor, wo wieder was los ist. Leertaste. Hallo, Leertaste. Ah. Beim ersten Mal nicht funktioniert. Wer ist das? Bergbauschiff, okay. Das sind alles normale Asteroiden. Der baut da ab. Ist irgendwo was für uns dabei? Ich sehe auch nicht, irgendwo stehen da, hier ist was los, aber... Das ist auch ein Bergbauschiff, wenn es nicht das gleiche sogar ist. So, fliegen wir mal irgendwo erstmal hin. Mal diese Richtung, da hinten ist ja noch ein bisschen mehr, vielleicht ist da noch was los. Pfeilzeichen nach da oben. Achso, das ist das, was ich ausgewählt habe, alles klar. Mal Speed machen dahin. Weil wir hätten ja dann gerne auch andere
sag schon, Asteroiden gefarmt, die nicht aus irgendwelchen Eisen oder Titan bestehen, ne? Aber dafür müssen wir wahrscheinlich viel näher irgendwo hin. Waren ja schon über Titan glücklich, ne? Aber hier ist auch tote Hose. Da lang. Sieht auch nicht besser aus hier. Vielleicht entdeckt jemand anders einen, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Sieht auch nicht nur aus, als ob das was Besseres ist. Und da sind wir jetzt durch. Da. Da ist Titan. Baut er schon ab? Nein. Einmal bitte abbauen. Ah, jetzt geht's. Ah, das nehmen wir mit, ne? Ist jetzt auch nicht so prickelnd, der Abbaulaser. Aber schon besser wie die anderen, die wir alle hatten bisher, ne? Das ist der harte Kern, glaube ich, in der Mitte, ne? Den wir jetzt abbauen. Oh, das ist schon die Schale sozusagen, die geht schneller weg. Und hier sieht es ein bisschen mehr noch nach Kern aus. Ja, das ist nur ein dicker Brocken. Das ist der. Gut. So, weg ist er. Da oben glittert noch einer. Fangen wir den noch ein. Sonst noch was irgendwo? Glaube nicht. Na, guck mal da. Da haben wir auch noch einen. Na, guck mal an dem Asteroiden hier vorbei. Oh, ich glaube nicht. Da haben wir unser Schiff zerdeppert. Können wir es reparieren? Was steht da oben? Dein Schiff ist beschädigt, war ja im Baumodus. Ja, wollte ich machen. Schiff reparieren. Oh, jetzt habe ich das Falsche gemacht. Okay, dann haben wir jetzt die Symmetrie weg. Ja. Richtig doof gelaufen, ne? Jetzt können wir das von Hand machen. Ist das hier Eisen? Ja. Den Titan gehabt. Gehen wir da näher ran. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen kleiner noch kriegen. So passt's, oder? Hier oben ist auch noch irgendwie was Fehlendes. Ich glaube, sonst hat es nur dieses Teil links zerdeppert noch, ne? Okay, aber das sind andere Düsen. Das sind. Ich glaube, das sind die, ne?
Und mir sieht es gerade so aus, als ob die auch schon wieder was anders basteln. Nee, das waren sie gar nicht. Mach das mal weg. Da sind sie. Zwei, vier, fünf, zwei, vier, fünf. Ich glaube, ist genauso groß. Ich glaube, haben wir wieder alles hergestellt, oder? Okay, so teuer kann es sein, wenn man dann nicht beachtet, dass man dagegen knallen könnte, ne? Gut. Na, die Entfernung ist natürlich nicht riesig groß, ne? So, bauen wir wieder einen ab. Der dauert jetzt eine Weile, weil der ist ein bisschen dicker. Steht das irgendwo? 66, 766, weiß ich nicht. Ist das die Größe des Asteroiden? 66, 430 könnte sein, ne? Ja, sieht so aus. Gut. Ja, was soll man jetzt machen? Ich könnte das jetzt beschleunigen oder so, ne? Aber wie? Indem ich nur vorspule im Video und ihr das nicht angucken müsst, aber ja. Ich denke, ich baue es offline ab, ne? Machen hier einen Cut. Und ja. Dann kann die Folge ja auch erst enden. Ist zwar ein bisschen kürzer, aber 12 Minuten haben wir doch schon geschafft. Dann würde ich sagen, recht herzlich willkommen. Nix willkommen. Signale werden stärker. Okay, da kommt irgendein Feind. Wahrscheinlich sehen wir uns dann mit der Feindflotte dann wieder. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.